Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und meine Kumpels haben hier Fackeln angezündet. Und ich bin so versucht, einfach mal da reinzuballern, aber... Machen wir nicht. Obwohl ich schon Bock drauf hätte. Oh, es gibt hier doch... Nee, das sind keine Birken. Ich glaube, es sind einfach nur tote Bäume. War vielleicht nicht die beste Idee, durch den Sumpf zu laufen. Ja, schon die alle umgebracht. Blöd, dass ich hier so reingeritten bin, aber ich hatte sie eigentlich alle umgebracht. Den Göttern sei Dank. Dank ihnen nicht zu früh. Verschwinden wir. Hin. Alter, wie läuft der denn? Ab Dank. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr lange überlebt. Warum haben mich diese Malakias gefangen gehalten? Diese Irren glaubten, ich wäre der Bösewicht, den ich spiele. Ich sollte sie durch ein finsteres Ritual führen. Sie folterten mich, damit ich Zaubersprüche aufsage. Nichts war genug. Jetzt bist du sicher. Das bin ich. Aber die Hexe will sich an den Bürgern von Elis rächen. Sie hätten ihr Unrecht getan, deshalb hat sie eine Schiffsladung mit Vorräten vergiftet. Dann muss ich sie wohl vernichten, bevor sie eintreffen. Aber jetzt, da sie weiß, dass du hier bist, wird sie ihr Versteck verlassen und in die Wildnis fliehen. Niemand ist sicher, wenn sie entkommt. Die Hexe darf nicht entkommen.
Wer weiß, was ihr noch plant. Okay. Was mit den vergifteten Vorräten? Ist das jetzt egal, oder? Soll ich das auch noch erledigen? Diese fürchterliche Hexe wird niemandem mehr schaden. Oh, hab Dank. Dieses verrückte Weib hat ihre Gefolgsleute gegen mich aufgehetzt. Nun, da sie tot ist, sollte alles wieder gut sein, oder? So ist es. Nun geh und spiel deine Rolle im Wissen, dass Xerxes in Sicherheit ist. Du hast recht. Xerxes war von sich überzeugt. Ein Gott unter Menschen. Ich sollte so selbstbewusst auftreten wie er. Ich bin froh, dass du es so siehst. Und jetzt geh zurück zu Thespis. Das werde ich. Und danke. Xerxes wird die Bühne beherrschen. Es war mir ein Vergnügen, Eure Hoheit. Gut, dann müssen wir ja nur noch diese hier holen. Wo es auch so aussieht, als wenn da auch das, was ich mal geräumt habe, auch wieder voller Krieger sein könnte. Mal querfeld einreiten muss. Ah, ich hab das. Ah, vielleicht doch nicht. Vielleicht wird es einfacher, als ich dachte, oder ich muss da wieder rein. Diese Höhle. Hallo, willst du mehr über die Geheimnisse von Hedone erfahren? Das ist kein Geheimnis mehr. Ja, klar. Gern, erzähl mir davon. Was genau ist denn Hedone? Hedone ist die Göttin des Vergnügens. Und weil wir alle Vergnügen suchen, sind wir alle Hedone. Ich suche kein Vergnügen, ich suche einen Schauspieler. Hier gibt es keine Schauspieler, nur Lehrer und Schüler. Sein Name ist Tros. Er ist Schauspieler und arbeitet für Thespis. Ich erinnere mich, dass sich uns ein Schauspieler anschloss. Aber er heißt jetzt Hedone. Wie ich, wie jeder hier. Antworte mir einfach. Ich muss diesen Schauspieler finden. Verzeih, aber es ist nur mir gestattet, mit Fremden zu sprechen. Wenn du das Aufnahmeritual bestehst, sprechen auch die anderen mit dir. Schön, dann nehmt mich doch auf. Was muss ich dafür tun?
Wunderbar. Du musst 2 Aufgaben abschließen, um zu beweisen, dass es dir ernst ist. Klettere zuerst auf den Wasserfall der ewigen Freude und springe in den Schaum der Fantasie. Gut. Und was dann? Erkunde danach die Höhle der Selbsterkenntnis und kehre mit dem Schatz zurück, den du dann findest. Sprung vom Wasserfall, Höhlenschatz. Alles klar. Habe ich nur theoretisch alles schon gemacht? Also, was heißt theoretisch? Ich habe das alles schon gemacht. Ich glaube, ich habe auch diesen Schatz schon gefunden. Zumindest hatten wir irgendwas gefunden. Das ist der Wasserfall. Von wo springe ich am besten? Am besten von da, wo der Questmarker sagt. Diese Höhle muss hier irgendwo sein. Das ist leider der kleine Nachteil, wenn man die Fragezeichen abgeht. Mal vor den Quests, dann kann das sein, dass eine Quest einen da auch wieder hinschickt. Die wir jetzt ja schon mehrfach gesehen haben. Ah, das muss die Höhle mit dem Schatz sein. Danach habe ich gesucht. Moment, wie ging's raus? Hier nicht, glaube ich. Die ist wieder da oben. Ich bin vom Wasserfall gesprungen und habe den Schatz gefunden. Werde ich jetzt aufgenommen? Das wirst du. Willkommen bei den Geheimnisträgern der Hedone. Hedone, geh und sprich mit deinen Brüdern und Schwestern. Sie werden dich mit offenen Armen empfangen. Ich unterhalte mich mit ihnen. Bist du Tross? Ich suche nach einem Schauspieler namens Tross. Was? Ich hatte fast die 3. Stufe der göttlichen Freude der Hedone erreicht. Da unterbrichst du mich? Nun muss ich von vorne anfangen. Lass dich nicht stören. Es ist besser, wenn du dich vom Schauspiel fernhältst. Chere, bist du Tross, der Schauspieler? Nein, bin ich nicht. Gut, sonst hätte Tespis ein furchtbares Händchen für Schauspieler. Hallo, ich suche nach dem Schauspieler Tross. Bist du das?
Oh, Schauspieler. Das wäre ich gern. Aber meine Freunde meinten, ich müsste an meiner Bühnenpräsenz arbeiten. Ein weiser Rat. Viel Glück dabei. Hallo, ich suche nach Trost, dem Schauspieler. Nun, niemand hier benutzt seinen alten Namen, aber vom Schauspiel verstehe ich etwas. Bring das Publikum zum Lachen, wenn es lachen will, und zum Weinen, wenn es weinen will. Und wie bringst du das Publikum zum Lachen? Nun, ich würde auf einer Ziegenblase ausrutschen und hinfallen. Das funktioniert immer. Verstehe. Und wenn Sie weinen wollen? Ich würde von meiner armen, toten Ziege erzählen. Und wenn das nicht reicht, schneide ich währenddessen eine Zwiebel. Ein alter Theatertrick, weißt du? Danke für deine Zeit. Ich spreche mit dem Rest der Hedonisten. Das ist ein guter Name. Mit so einem schnittigen Namen locken wir bestimmt noch mehr Menschen an. Hallo, bist du Trost, der Schauspieler? Du musst neu sein. Hier gibt es keine Schauspieler. Wir alle hier sind Hedoni und verkörpern ihre Anmut und Gelassenheit. Du klingst, als würdest du etwas vom Theater verstehen. Ich würde nicht sagen, dass ich viel darüber weiß. Ich las einiges von Aristophanes und Euripides. Mit der hier wurde geraubt, weißt du? Selbst wenn du nicht der Schauspieler Trost bist, bist du sicher gut genug, um ihn zu ersetzen. Tritt in Thespes Stück auf. Ich würde dir gern helfen, Hedoni. Aber mein Platz ist hier. Ich arbeite an meiner Erleuchtung. Erleuchtung kommt nicht von selbst. So leicht machen es uns die Götter nicht. Wenn du ihrem Beispiel folgen willst, musst du dich schon herausfordern. Wenn du hier bleibst, bis du verrottest, erlangst du sie nie. Das ist hart. Doch du hast recht. Wenn ich nicht hinaus in die Welt gehe, ist mein Glaube an Hedoni dann wirklich aufrichtig? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auf der Bühne. Gut, nun melde dich bei Thespes am Pelopsmarkt in Elis. Und nimm weiter an den Proben teil, Hedoni. Ich meine Ephialtes. Das war der falsche, oder? Naja. Olympischer Frieden. Achte darauf, im Tal von Olympia nicht bei verbotenen Aktivitäten erwischt zu werden. Jeder Verstoß wird härter als sonst bestraft. Aber man hört dann das nicht mehr auf. Das wird mir die ganze Zeit angezeigt. Ah, das passiert also, wenn das Wasser zu tief wird, wenn man reitet. Gleich sind wir da. Wir könnten eigentlich auch mal wieder unser Inventar durchschauen. Wir haben sicher das ein oder andere wieder gesammelt, aber ehrlich gesagt nicht genug. Ja, da geht noch was.
Wieso liegen hier überall brennende Fackeln rum? Alexios, meine Muse, mein Helfer, der Mann, der meinen Hintern rettete. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Deine Schauspieler sind hier, Thespis. Das Publikum ist bereit. Welches Problem gibt es jetzt? Leonidas selbst ist das Problem. Stell dir nur vor, ich probte den Monolog, schwang meinen Schild, ermutigte meine Soldaten. Kommt mit eurem Schild zurück oder unter ihm. Ich denke, es heißt, mit eurem Schild oder auf ihm. Nein, nein, es heißt bestimmt darunter. Aber wie ich nun mein Schild schwang, fiel er mir auf den Zeh. Und nun kann ich kaum stehen und schon gar nicht auftreten. Eine Schande, dass du das Stück nach all der Arbeit absagen musst, Thespis. Wir sagen es ganz sicher nicht ab. Wir müssten das ganze Geld zurückgeben. Das Stück muss stattfinden. Und mein Leonidas steht genau vor mir. Was? Ich bin kein Schauspieler. Und ich bin kein Feldherr. Doch auf der Bühne bin ich es. Du könntest das Andenken dieses großen Mannes zum Leben erwecken. Er würde durch dich wieder leben. Es ist mein Schicksal. Ich spiele Leonidas. Hervorragend. Dann gehen wir kurz deinen Text durch. Den ersten Teil hast du bereits gehört. Kommt mit eurem Schild zurück oder unter ihm. Auf ihn! Der nächste Teil richtet sich an Xerxes. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Wir huldigen den Göttern mit Wein. Ich bin sicher, Leonidas sagte, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Ich weiß, was ich schrieb. Und schließlich, wenn du den Verräter stellst, sagst du, den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und an den morgigen Tag werden sich Könige erinnern. Und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Leonidas kämpfte für ganz Hellas und seine Freiheit, nicht nur für Sparta. Ich bin sicher, du schaffst das. Wenn du willst, kannst du mit den anderen Schauspielern üben. Wenn du bereit bist, tritt auf die Bühne. Ich bin bereit. Das Stück kann beginnen. Willkommen bei unserem Stück der heldenhaften Geschichte von König Leonidas und seinen 300 Spartiaten. Erblickt unseren Leonidas. Wir danken für euer Erscheinen. Vergesst nicht, dass Leonidas nicht nur der König von Sparta war, sondern der Retter aller Griechen. Ich bin Dinekis. Genau. Ich bin Feldherr, nein, Befehlshaber des großen Leonidas und, richtig, ich diene ihm treu, bis Hades selbst, dann kommt. Mein Feldherr, mein... Ich hätte mit dem Proben sagen, ne? Wir stecken in der Klemme. Was befehlt ihr, mein Herr? Was hat der spartanische Feldherr seiner rechten Hand zu sagen? Kommt mit eurem Schild zurück oder auf ihm! Ich bin Xerxes, König von Persien. Eure kümmerlichen Götter bedeuten mir nichts. Kniet vor meiner Unsterblichkeit. Spartanischer Hund! Ich werde euch und euer Volk unter meinen Sandalen zermalmen. Wie wird Leonidas seinem Todfeind Xerxes antworten? Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan.
Wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut! Das Publikum ist so schlecht, oder nicht mal eine Synchron. Ich bin Ephialtes, Verbannter und Verräter. Ich stürze Spartas Armee ins Verderben, indem ich den Persern einen geheimen Pfad zeige. Die Spartiaten haben keine Chance. Ich durchkreuzte deinen Plan, Leonidas. Was wirst du nun tun, du Narr? Der Verräter beleidigt seinen König? Was wird Leonidas erwidern? Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Was für ein Auftritt. Genieß die Begeisterung der Menge, denn Thespis wird nicht erfreut sein, dass du vom Text abgewichen bist. Mit ihm werde ich schon fertig. Warum gibt's keinen Jubel? Es ist total seltsam, dass es so still ist. Wurde nicht synchronisiert scheinbar. Ja, soll er sich doch aufregen. Es geht ja nicht um ihn, sondern um das Stück. Ich fasse es nicht. Du hast meinen Text ruiniert. Hast du die Menge gehört? Sie wollten Leonidas wahre Geschichte hören. Ich muss es wissen. Er war mein Großvater. Du bleibst ganz in deiner Rolle. Das gefällt mir. Was hättest du mich reingelegt, du Scherzkeks? Hier, dein Anteil an den Einnahmen. Danke. Vielleicht tauge ich ja doch für die Schauspielerei. Wäre was, wenn Söldner leben nicht mehr so hinaus. Trophäe erhalten, das Stück muss stattfinden. Außer zwei Fragezeichen, die dann noch erledigt werden müssen. Und der Eber, aber ja, vor Level 50 brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Wir können aber auch jederzeit wieder zurück und es probieren. Muss ja jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Gut, das heißt, in der nächsten Folge holen wir uns dann die nächsten Fragezeichen und dann geht's nach oben nach Achaia, was wahrscheinlich auch wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wahrscheinlich wieder viele Fragezeichen. Nun gut. Dann verabschiede ich mich erstmal für diese Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.